Das gibt es nicht. Hab grad den Brief entdeckt. Der muss wohl schon einige Tage im Postkasten gelegen haben. In letzter Zeit bin ich ja auch nicht dazu gekommen, nachzusehen. Oh Mann, die letzten Monate waren eine Katastrophe. Systemrelevanter Betrieb hin oder her. Das hat sich nicht daran gehindert, uns Verwaltungsangestellte in Kurzarbeit zu schicken. Nur noch 60% von 2100 Euro netto. Also 1260 Euro. Davon gehen für den Hauskredit schon mal 680 Euro weg. Die Energieversorger ziehen im Monat 70 Euro ab. Telefon und sonstige Kosten betragen 130 Euro. Also rein zum Überleben bleiben 380 Euro monatlich. Schon nach einem Monat war das Konto überzogen. Wir konnten die Raten für den Kredit nicht mehr bedienen. Bisher hat die Bank nichts zur beantragten Stundung gesagt. Vor 8 Wochen kam der SARS-CoV-2-Impfstoff. Und weil sich kaum jemand impfen ließ, hat man schon eine Woche später Druck auf die Bevölkerung ausgeübt. Vor allem auf die systemrelevanten Berufe. Wir, also alle in der Familie, wollten uns nicht impfen lassen. Doch meine drei Söhne gaben nach einer Woche nach. Der eine, weil sie ihn nicht mehr in die Arbeit lassen wollten, der andere wegen der Schule, auf der er war, und der jüngste wegen seiner Ausbildungsstelle. Der neue Genimpfstoff. Experten hatten davor gewarnt, aber der Regierung war es egal. Schon nach wenigen Tagen ging es den Kids nicht mehr gut. Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit, bis die zwei Jüngeren kollabierten und ins Krankenhaus mussten. Keine 48 Stunden später waren beide an Multiorganversagen verstorben. Auf dem Totenstein stand verstorben an Covid. Klar, die Impfung war schuld, aber beweisen lässt sich das nicht. Der Älteste kam auch ins Krankenhaus und liegt seitdem im Koma. Also mussten wir die zwei beerdigen lassen. Wer glaubt, sterben kostet nichts, der irrt. Wir haben das Konto bis zum Anschlag überzogen, sogar unseren Schmuck und andere Wertsachen bei der Pfandfeier versetzt. Das können wir nie wieder auslösen. Meine Frau und ich gingen abwechselnd jeden Tag ins Krankenhaus. Dann hat man mich nicht mehr in die Arbeit gelassen. Impfen oder Freistellung. Denn kündigen konnten sie mich nicht so einfach. Freistellung aber ohne Bezüge. Vor 3 Tagen wurde meine Frau dann abends überfallen und niedergestochen. Wegen 50 Euro in der Geldbörse. Heute haben sie mich das Krankenhaus nicht mehr besuchen lassen. Ich sei nicht geimpft und dürfte nicht mehr ins Krankenhaus. Ein Arzt kam raus und hat mir erklärt, dass der Zustand meiner Frau schlechter geworden sei. Das Messer hätte zu viele innere Organe geschädigt. Nun liegt der amtliche Brief, der Räumungsbescheid für morgen 9 Uhr hier auf dem Tisch. Ich habe schon alle Freunde abtelefoniert, aber keiner kann etwas für mich einlagern. Schöne Freunde. Ich habe immer allen geholfen und jetzt lassen sie mich hängen. Unser Auto ist kaputt. Die Beule wäre das kleinste Problem, aber die Kupplung ist defekt und Geld zum Reparieren habe ich nicht. Sonst hätte ich da etwas einladen können. Ich kann also mitnehmen, was ich tragen kann. Unsere Unterlagen in der brandsicheren Kassette sind zu schwer. 2 Beutel Essen vielleicht. Meinen Fluchtrucksack, das wird es schon sein. Dabei hatten wir uns gut vorbereitet. Im Keller sind Vorräte, die hätten unserer fünfköpfigen Familie mindestens noch ein halbes Jahr gereicht. Ah, fast hätte ich meine Medikamente vergessen. Die stopfe ich noch in den Rucksack. Das bisschen Bargeld kommt noch in meine Geldbörse. Bevor die mich morgen rauswerfen, gehe ich schon früh morgens selbst. Das Beste ist, die Möbel und den Hausstand lagern sie auf meine Kosten ein. Da bekomme ich sie nie wieder. Über 100.000 Euro haben wir abbezahlt. Nur noch 38.000 Euro offen. Und jetzt ist alles verloren. Gespannt, wie es weitergeht. Dann bleibt dran.